Recht herzlich willkommen zur 210. Folge von Towns. Ja, wo sind wir? Das ist die gute Frage, ne? Wir sind auf jeden Fall oben am Bauen und unten im Keller waren wir auch für den Durchbruch. Jetzt erinnere ich mich, dass hier eine 48 steht und der Michael gefragt hatte, wo sind die denn geblieben? Immigrants arrived. Okay, da unten ist wer gestorben. Oh. Und die zweite Person auch da, oder wo? Ja, aber auch irgendwo in der Nähe da. Ne, da ist ja der Friedhof. Das ist also gar nicht da unten gewesen, wo der andere ist. Naja, aber sie sind da gestorben, damit wir das auch wissen. Hier liegt auch schon wer. Das Geistlein ist wahrscheinlich derjenige, der dazugehört, ne? Soweit ist es schon. Gut, gehen wir gerade nach ganz oben gucken, wie es hier so aussieht. Ja. Die bringen schön Steine. Haben wir hier schon was gebaut? Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier hochkommen, ne? Dann müssen wir mal gerade checken. Ja, das kann auf jeden Fall so, ne? Ich glaube, da kann man hoch und dann da und dann da. Ja, jetzt ist die Frage, wie sie diese Mauer erklimmen können. Auf jeden Fall können sie da einen Stein hinbauen. Und, ja, jetzt wird's hell. So, schon passend, ne? Das ist auch okay. Da kommt man gar nicht dran dann, okay. Wäre das eine Option? Machen wir mal. Und da können wir auch einen hinsetzen. Und ja, das geht ja dann. Und da geht auch was. Da müssen wir aber hier noch ein bisschen verlängern, damit die da auch lang kommen, ne? Okay, ja, da hinten ist zwar einer, aber ich mach da noch einen hin. Hier irgendwo war ja einer zum Hochklettern, ja. Hier können wir definitiv was destroyen, da auch. Das ist alles Schrott. Destroyed. Und auch weg. Okay. Wie schon so schnell da einen hingesetzt? Krass. Dann ziehen wir da gleich noch einen hin. Da ist auch schon was hingekommen. Gut. Und gut. Und da können die nicht bauen, weil da was fehlt. Das heißt, dann machen wir hier noch ein paar hin. Dann können die auch da bauen, ne? Oh ne, ist noch nicht möglich wegen fehlender Steine auf dem Untergrund. Okay, der war natürlich klar, dass der da sitzt. Jetzt müssen wir den da wegkriegen, ne? Okay. Mal runter wieder. Und die beiden eingebaut. Sollte funktionieren. Ja, ob das jetzt geht, ist eine Frage, ne? Okay, der müsste jetzt eigentlich weggenommen werden da. Ist die Frage, was ich hier gerade hingebaut habe. Wahrscheinlich Scarfholz und keine Steine, ne? Wir werden es gleich sehen. Okay, lass erst da oben machen. Ach, da drunter ist hohl, okay. Mal gucken, wie die das dahin bauen können. Das ist richtig, das da.
Okay, der ist schon mal runtergefallen. Und den werden wir da nie wieder wegkriegen. Okay. Machen wir so. Ja, da müssen wir jetzt langsam hochbauen, bis wir den da wegkriegen. Schade, doof gelaufen, ne? Okay. Ja, das hat alles geklappt hier. So, da gibt es auch einen, den wir wegreißen können. Und der darunter kann unlocked werden. Und hier gibt es noch so einen. Und das ist alles gut. Mal gucken, wie die das da hinbauen, ne? Ja. Ja, das hat auch gut geklappt hier. Okay. Mach das mal weg hier. Und setz mal da das hin. Der ist schon weg, okay. Der hat geklappt. Müssen wir das noch mal so machen. Da vorne hat's gut geschafft. Okay, wie weit ist es da? Da fällt auch noch einer. Läuft. Das geht. Das läuft auch. Sieht dann auch gut aus. Da müssen wir zubauen. Guck mal, hier fehlt doch auch noch dann einer, ne? Aber das geht nicht, okay. Dann muss der wohl unlock werden. Damit wir dann nochmal hochkommen. Jo. Hier ist dann noch weiter zu bauen. Aber wir gehen erstmal nach unten und gucken da weiter, ob da was passiert ist. Und das sieht nicht so aus. Ja. Weiß auch nicht, was wir da jetzt machen. Hier müsste eigentlich was passieren, ne? Bewegt sich hier irgendwas noch? Kann man nichts sehen, ne? Ist kein Vogel, nix. Ein paar Kerzen haben wir da. Spiel in Pause oder nicht? Das ist die Frage. Da lief einer, also kann das Spiel nicht in Pause sein. Gut. So, da haben wir schon ausgehöhlt. Und da können die überall noch abbauen, ne? Ja, gut. Ich glaube, wir machen das mal schnell wieder rückgängig. Das ist der Fluss.
Glaube ich jedenfalls, ne? Ja, sieht ganz danach aus, dass das der Fluss ist. Okay, nochmal Glück gehabt. Okay, hier ist jetzt auch nichts los. Das machen wir mal weg. So, das ist okay. Das haben wir auch gemacht. Hier wird wohl nichts mehr sein. Achso, da wollen wir Friedhof machen, glaube ich. So, wieder ein paar Stellen zum Abbauen gemacht. Sind. Okay, da haben wir jetzt hier genug gemacht. Dann gehen wir mal eine Etage tiefer. Hier wird geklopft gerade. Okay. Hier ist so viel falsch gelaufen. Du weißt auch gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist, ne? Ja. Die steht richtig. Die steht auch richtig, okay. So, bis da hinten hin. Andersrum natürlich auch. Okay. Die Frage, wo ich hier hin muss, ne? Ah ja, einen daneben. Das bedeutet nochmal den. Und der muss noch da. Alles gut. Aber ich glaube, hier ist schon wieder was von den Kerzen falsch, ne? Ja. Die da oben sind richtig. Gehen wir mal auf Deko. Kerze und Kerze. Eins, zwei, drei Kerze. So, eins, zwei, drei. Drei, eins, zwei, drei Kerze. Fast. Eins, zwei, drei. Kerze Post. Kerze passt auch. Okay, da kommt ein Händler irgendwo, den können wir aber erstmal noch laufen lassen, weil der ist ja noch nicht da. So, 1, 2, 3, 1, 2, Post. Da müssen wir jetzt den Stein kaputt machen, um die Kerze da hinstellen zu können, ne? So haben wir auch. Ja, das ist alles passend. Ach, da kurz vor Schluss hat er den darüber gezogen. Läuft, ne? Okay, haben wir aber noch gerettet. Ja, wo sind sie ganz doll am Picken hier? Okay, da unten. 3. Destroy. 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 So, weiterlaufen lassen. Der Händler ist da. Jetzt müssen wir nur gucken, was er haben will. Oder was sonst gibt. Waffen, auch sehr interessant. Alles aus Holz aber wohl. Ja, das ist ein bisschen langweilig.
Die vier Betten nehmen wir aber. Den Schrank brauchen wir auch. Und die drei Piepvögel nehmen wir auch. Was er will, ist nur das. Super. Können aber trotzdem handeln. Dann machen wir ein bisschen Verluste, aber alles gut. Der kommt bestimmt wieder. So, dann haben wir das. Ja, dann würde ich aber sagen, soll es auch erstmal für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.